Diese Vorzüge vereinte schon der sogenannte Kampfpanzer 70 in sich, der eigentlich den Leopard 1 ablösen sollte. Der Kampfpanzer 70 ging bereits in den 60er Jahren aus einer Rüstungskooperation zwischen Deutschland und den USA hervor. Es wurde der sogenannte Kampfpanzer 70 entwickelt, der zwischen den Amerikanern und den Deutschen gebaut worden ist und konzipiert worden ist. Diese bilaterale Zusammenarbeit scheiterte dann aber wohl in erster Linie an unterschiedlicher Philosophie, aber auch an wirtschaftlichen Problemen. 1969, nach 7 Prototypen und 830 Millionen D-Mark Entwicklungskosten, wurde das Projekt jedoch eingestellt. Während die USA den M1 Abrams bauten, ging in Deutschland der Leopard 2 aus dem Kampfpanzer 70 hervor. Fantastisch fand ich vom Leopard 1 Panzermann zum Leopard 2 Panzermann die hohe Beweglichkeit des Kampfpanzers durch die Motorkraft, der Panzerschutz durch die Panzerung, die Waffe, die Munition. Und unglaublich, muss man sagen, fanden wir das Wärmebildgerät. Damals, 1979, unfassbar, dass es eine Optik gibt, mit der man auch nachts alles deutlich sehen kann. Aufgrund der Erkenntnisse des Yom Kippur-Krieges zwischen Ägypten und Israel wurde beim Leopard 2 vor allem der Panzerschutz im Vergleich zum Leopard 1 entscheidend verbessert. Der Krieg hatte gezeigt, dass besonders die Turmpanzerung eine Schwachstelle darstellte. Die verbesserte Panzerung führte allerdings auch zu einem höheren Gesamtgewicht von rund 55 Tonnen. Die Feuerleitanlage wurde bedienungsfreundlicher, die Elektronik direkt ins Turmheck eingebettet und der Wannenboden minensicherer gemacht. Wir hatten den Vorteil der hohen Beweglichkeit des Kampfpanzers, der Führung im Gefecht. Wir hatten Vorteile auf unserer Seite und auch andere Nationen, andere Panzerleute anderer Nationen konnten nicht begreifen, dass wir solch ein Gerät haben. It's great. Best of the world. Das waren die Aussagen. Und die stehen bis heute noch. 1977 beschließt die Bundesregierung, 1800 Leopard 2 für das Heer anzuschaffen. Der Leopard 2 ist so konzipiert, dass er an vorderster Front feindliche Panzer bekämpfen kann. Die Feuerleitanlage ermöglicht es dem Richtschützen dabei, sowohl aus dem Stand als auch während der Fahrt stehende und bewegliche Ziele mit einer hohen Trefferwahrscheinlichkeit zu zerstören. Der Clou ist aber das Wärmebildgerät, das den Panzer auch in der Nacht zur mächtigen Waffe macht. Der Leopard 2 ist der erste wirkliche Hightech-Panzer auf dem Schlachtfeld. Für uns Soldaten wurde es leichter. Durch die Feuerleitanlage, durch das Wärmebildgerät, durch die Möglichkeiten, den Panzer auch in der Nacht zu führen. In den 80er Jahren ist der Leopard 2 das Maß aller Dinge im westlichen Panzerbau. Er ist schnell, erreicht Geschwindigkeiten von mehr als 70 Stundenkilometern, verfügt über eine präzise Feuerleitanlage, eine hervorragende Glattrohrkanone und extrem panzerbrechende Munition. Panzermänner anderer Nationen mussten dann sehr schnell feststellen, wir hatten den Leopard 2 und beim Catch-Schießen, ein Vergleichsschießen der Panzerzüge der NATO-Staaten untereinander, hatten diese Nationen in den ersten Jahren keine Chance gegen den Leopard 2. Dies führte dazu, dass der Leopard 2 in viele andere NATO-Staaten als Kampfpanzer eingeführt wurde, zusätzlich in der Schweiz und in Australien und auch die großen Staaten wie Amerika, ihre Panzer auf Feuerleitanlagen mit der Bordkanone des Leopard 2 120 mm Glattrohrkanonen nachrüsteten. Der Leopard 2 ist wie die gleichnamige afrikanische Raubkatze im Gelände unterwegs. Äußerst schnell, extrem wendig, besonders kraftvoll und enorm schlagkräftig. Das nahezu perfekte Waffensystem, um in jeder Situation dem Gegner auf dem Gefechtsfeld einen Schritt voraus zu sein.